Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zum fünften Teil Let's Play Fist of the North Star Lost Paradise. Wir waren gestern hier stehen geblieben. Die alte Frau ist verschwunden, okay. Die haut wohl jetzt ihre Rente auf den Kopf. Schön hier für Pflaumensaft und so, für festen Stuhlgang. Mal richtig schön einen drauf machen. Und ja, wir hätten jetzt die Möglichkeit, irgendwie bei uns in der Bude einen Huhn zu besuchen. Dafür müsste ich nur wissen, wo wir wohnen. Weil, so wie ich das sehe, wohnen wir im Knast. Also ich könnte mich jetzt nicht erinnern, dass wir irgendwie im letzten Teil, das ist sowieso ganz merkwürdige Erinnerungsfetzen im letzten Teil, alles ziemlich verschwommen und merkwürdig. Ich habe mir das Video danach nochmal angeguckt, es war sehr unterhaltsam, aber auch sehr fragwürdig. Aber an und für sich eigentlich nicht schlecht. Ich denke, das kann man nehmen und daraus kann man irgendwas, naja, nicht ganz so fragwürdiges formen. Aber ich muss jetzt schon sagen, wir laufen Gefahr, dass es diesen Teil nicht anders wird, weil ich auch wieder sehr schlecht geschlafen habe und hart müde bin. Ich guck mal, dass es nicht ganz so schlimm wird. Naja, gut. Wie gesagt, im letzten Teil haben wir halt noch das mit dem Huhn erfahren, aber ich weiß halt nicht, wo wir wohnen, weil, wie gesagt, ich glaube, wir sind aus dem Knast gekommen, haben halt den Kampf gemacht, sind wieder im Knast gelandet und haben dann eine Städteführung gemacht. Also irgendwie, ja. Und jetzt sind wir hier und ich glaube, das ist das Tor, wo wir hin müssen, weil hier irgendeine Armee ist, die jetzt Rabatt starten will. Ich meine, wir können ja noch rumlaufen, mit so ein paar Leuten reden. Hier haben wir zum Beispiel eine Frau, die irgendwas zu erzählen hat. Is the Army of Ruin? Is that the Army of Ruin? I do not envy the Watchmen. They'd better leave soon. I've got work in the morning. Shush, shush. No, go away. Shush. Ich stelle es gerade so vor, wie die Frau da so steht mit so einer zusammengerollten Zeitung und den Leuten so auf den Kopf. Jetzt geht nach Hause. Reicht. Was hat der zu erzählen? The Siren. Is the Army of Ruin back already? Cripes. The Tsar is annoying. Can't the guards just do the job and take care of it? Oh ja, geil. Da steht eine scheiß Armee vor den Toren. Du läufst Gefahr zu sterben. Aber das Einzige, was dich interessiert, ist die fucking Sirene, Alter. Ernsthaft. Kriegt man deine Prioritäten richtig? Ja, okay, ich bin der Letzte, der sowas sagen sollte. Oh, Kinder. Guck mal, was der direkt für eine respektvolle Haltung einnimmt. So richtig so, da steht jemand, mit dem sollte ich nicht, ans Bein pissen. Das ist wohl erzogen. Das finde ich gut. Ich meine, überleg mal, wir reden hier von nuklearem Krieg und alle sind tot und alles ist scheiße. Aber die Kinder sind immer noch wohl erzogen. Bis auf diesen komischen Ogre-Jungen da. Okay, was ist eine gute Kinderstimme? The Army of Ruin strikes again! Ja, okay, das ist meine Todstimme. Ich habe eigentlich nur drei Stimmen, die ich immer so für die Charaktere durchwechsel. Aber ist okay. Ich meine, ich brauche jetzt nicht so viel Variation. Ich meine, bei Unterwegs in Düsterburg habe ich auch im Grunde mit Akzenten und so nachher geschummelt. Ich glaube, was war ein Typ? War Markan. Ich bin Markan, Alter. Ich mach's kaputt. Oh, das waren gute Zeiten. Damals ist das Leben noch so viel besser. Vor allem im Forum waren nicht so viele prätentiöse Spasten unterwegs. Ja, Leute, ich hab's gesagt. Ihr seid alle total behindert. Grr, I hate having to sit down doing nothing. Just cause I'm a kid doesn't mean I can't fight. Oh yeah. Ich würde das gerne sehen, wie so. Keine Ahnung, wie alt wird der Junge sein? 7? Sagen wir mal, der ist 7. Ich stell mir das gerade mal vor, wie so ein 1,20 Meter, 7-jähriger Zwerg, so ein 2,35 Meter Hünen à la Kenshiro einfach mit so einem Messer niederstreckt, einfach so total fucking Overkill, ganze Brust durchsiebt und überall spritzt Blut und der Junge steht da gebadet, total rot, alles trieft, das Messer mit Eingeweiden, Resten in die Höhe reckend, einfach nur so ein
urzeitlichen Berserker Schrei von sich geben. Schöne Vorstellung. Kinder sind unsere Zukunft. Und das ist eine Zukunft, die ich unterstütze. Ich bin für die Bewaffnung von 7-Jährigen. Scheiß auf Grundschule, direkt zur Bundeswehr. Kommt gut aus dem Mund von jemandem, der selber nicht da war. Fuck, ich hasse die Bundeswehr, ey. Alles total die Spinner, ey. Isn't it bizarre amazing? Not only do they have never... Oh, die hatten wir schon. Du hast schon, mit die haben wir schon geredet. Stimmt, im letzten Teil sind wir hier lang gekommen. Nur wir durften halt nicht... durften nicht hier lang gehen, weil das war Minenfeld. Aber Ikea. Jesus fuck, alter Hirn. Das ist das Dumme, wenn ich anfange zu reden, dann mache ich den Kopf aus. Und das ist ganz schlecht. Deswegen habe ich auch konsequent kein Glück bei Bewerbungsgesprächen. Sie reden uns zu viel. Ja, das ist doch ein Gespräch, Alter. Was soll ich denn da sitzen und nichts sagen? Bist du behindert? Okay, ich will hier durch. Only Watchmen alone at this point. Ja, okay. Dann muss ich wohl ein Watchman werden. Wie komme ich denn jetzt dahin? Ich meine, ich kann durch euch auch verdreschen, ne? Oder gibt es vielleicht irgendwie... Secret Weg... Oh, zeig mir Secret Weg. Oger, wo ist Secret Weg? Subken? Ah, ne, der klingt jetzt nicht wie du. Subken! You gotta check for deliveries? One sec. What? What? Warum was? Warum hab ich das? Wieso krieg ich das Zeug? Welcome to the Apocalypse Pack. Oh yeah, Apocalypse Now! Star of Bethlehem. Fällt mir irgendwas gerade mit Night ein? Wahrscheinlich irgendwie Children of the Night oder sowas, keine Ahnung. Irgendwas total, möchte gern Deepest, Wannabe, Deepest Mode, Gothic Shit Zeug. Star of the Heavenly Wolf. Oh ja, jetzt demnächst bei Amazon, das neue T-Shirt von den Machern von Three Wolf Moon. Wasteland Life Support Pack. Okay, da kriegen wir dann wahrscheinlich so ein paar erste Hilfe Sachen und so Verbände und keine Ahnung. Ich weiß nicht, was in so einem Erste Hilfe Koffer drin ist, außer Wundverband. Star of the Traitor. Oh mein Gott, Alter, das klingt so dämlich. Das ist so irgendwie. Und hier ist der große Verräter. Geben Sie ihm einen großen Applaus. Heißen Sie ihn willkommen. The Successor Awakens Pack. Okay, das klingt schon irgendwie episch, das muss ich zugeben. Und The Legendary Savior. Das hat auch irgendwas. Das ist okay, die letzten beiden sind irgendwie, die haben schon was ziemlich... Oh. Bedeutsam. Ja, habt jetzt gesagt, jetzt kommt Banana, ne? That's it, so baut man einen Witz auf. Über 3-4 Teile, das ist Stunden hinweg, immer wieder, oh, Banana. Und dann kommt irgendwann, oh, beeindruckend. So funktioniert Humor. Merkt euch das. No need to be shy about it. Okay, das hilft uns auch nicht wirklich weiter. Also, wir müssen irgendwie zum Tor. Und weil draußen ist eine Armee und die sind kacke. Aber guck dir mal dieses Tor an. Das sieht nicht wirklich aus, als kämen wir da irgendwie an der Seite dran vorbei. Und wenn wir halt hier hingehen, dann sagt er, only Watchmen are alone past this point. Der müsste eigentlich so klingen wie der Bauer aus, Gott, Ritter der Kokosnuss. Aber was ist mit dem Typen? Den können wir bestimmt töten oder so. Where's Chagra? Oh, kacke, das ist auch cool. Ich mag eigentlich die Todstimme, weil die ist so voll over the top und laut. Und die tötet eure Ohren. Vor allem, was man jetzt Kenshiro gesprochen hat. Where's Jagra? Auf einmal klingt er wie tot, ey. Ja, es ist so ein bisschen... Manchmal ist es nicht einfach, so zwischen den Stimmen hin und her zu switchen. Vor allem, wenn du so ein Gespräch hast, wie mehrere. Wer das noch nicht gesehen hat, guckt euch meinen Doki Doki Panic an. Allein schon, weil das Spiel total dämlich ist. Aber ich mache auch alle Stimmen. Ich bin die ganze Zeit so, als wäre der Charakter Bane. Bane spielt Doki Doki Panic. Oh, yes, I like making Batman. It's a good series.
Okay, das war jetzt kein guter Bane. Ich muss mich halt auch erst in den Bane reinversetzen. So. Wenn ich zum Beispiel einen guten Bane sprechen will, dann setze ich mich hier so hin und ich weiß nicht, das ist bei Wolf of Wall Street, wo Christian Bale da so sitzt und anfängt auf seine Brust zu trommeln und so. Also wie so einen urzeitlichen, volksstämmigen, was weiß ich, Ritualgesang da anstimmt. Das ist schon fast schon so wie Inuit-Killkopf-Gesang, weißt du, sowas eben. Eine Mischung aus Didgeridoo-Spielen, so klingt das. Und eben Trommeln auf seiner Brust. Das ist, was der wahrscheinlich wirklich macht. Also das ist jetzt nicht, was der in der Rolle da irgendwie... Das ist tatsächlich irgendwie für den so ein Ding, so zur Entspannung, um in seine Rolle reinzukommen oder so, keine Ahnung. Und genau sowas muss ich halt auch mit Bane machen, weißt du? Und dann sitze ich hier und dann bin ich ja 5 Minuten lang... Matalo, Matalo, Bane, Bane. Matalo, Matalo, Bane, Bane. So wie damals in dem The Dark Knight Rises Trailer. Der war aber auch geil, ey. Da habe ich echt für so 5 Minuten gedacht, so, ich mache jetzt alles. Ich gehe trainieren. Ich will aussehen wie Bane. Und dann habe ich mir Hanteln genommen, das 10-mal gemacht und dann nie wieder. Disziplin, ja. Wo war ich stehen geblieben? Ah, ja. Na, tut mir leid, es wird wieder 1,5-Stunden-Teil. Der Captain sagt, hop on watch business. I'm going through. Oh, well, Wow. Ach, die haben den Highway zu einer Mauer umgebaut, oder was? Ich erlaube mir einfach mal zu reden, weil die schreien auf Japanisch und wir haben keine Untertitel. Und jetzt haben wir welche. Und bisher macht er einen guten Eindruck. Ich will bei euch mitmachen. Und da kommt Immortan Joe. So, wo ist der Typ mit der feuerspeienden Gitarre? Immortan Kyo. Oh, this gonna be good. Chill, they're already dead. Liebe auf den ersten Blick. Oh Gott. Ja, das selbst auf einem Schlachtfeld kann die Liebe blühen. Vielleicht sollte ich in den Krieg ziehen. Dann hätte ich wahrscheinlich bessere Chancen. Scheiß auf Parship, zieh in den Krieg! So sieht's aus! Ey, was sind das denn für faule Säcke? Die liegen einfach rum, während Jagger da rumspricht. なんだ。貴様に状況を伝えに行ってくれ。多分まだカテドラルにいるはずだ。この攻められ方じゃ早く対処しねえと取り返しがつかねえことになっちまう。ここは俺たち衛兵隊が死守する。頼んだぞ。
Darf ich denn wenigstens auf dem Weg dahin Leute töten oder reißt du mir dann wieder den Arsch auf? Okay. Ich find's schön, wie der eine Typ da im Hintergrund irgendwie Bewegung macht, nach hinten zu rutschen, aber sich keinen Meter bewegt. Der Typ da oben auch. Es ist fast so, als würden sie sich keine Mühe geben. So. Vielleicht steht die ja da drauf. Ich meine, wir haben sowieso bisher ziemlich merkwürdige Typen kennengelernt. Der Talisman-Typ, der hat auch einen ziemlich merkwürdigen Fetisch. Okay, zugegeben, den habe ich ihm verpasst, aber... Wir haben alle dasselbe gedacht. Ja, und hier geht das Leben ganz normal weiter. Da am Tor war eine riesige Explosion, aber was soll's. Wir stehen hier und reden über Baccarat. Ignorieren den Typen, der uns hier gerade durch die Gegend schubst. Aber okay, ja, das ist gut. Ja, da hinten ist ein Minenfeld, da darf ich nicht hin. Ich orientiere mich jetzt hauptsächlich erstmal an der Karte, wo ich langlaufe. Also kann es sein, ja, dass ich Leuten gehen. Ja, genau, ich rempel alle an. Ich mache mich super beliebt hier. Aber so ist das halt. Wenn du irgendwo hinkommst, erstmal allen auf die Füße pissen. So läuft das halt. Ich meine, dass das ja ganz gut funktioniert, zeigen... Oh, guck mal, eine Klinik, schön. Zeige ja unzählige Filme und so ein Shit, weil du hast immer irgendwie... Das, gut, das ist hauptsächlich bei irgendwelchen Serien oder Animes oder so. Gut, das würde hier in dem Fall ja sehr passend sein. Aber du hast halt immer so irgendwo, du hast so einen Bösewicht-Charakter, der am Anfang halt, die erste Staffel lang ist der Gegenspieler, dann wird er besiegt. Am Anfang der zweiten Staffel hat er dann seinen großen Moment, wo er sich dann denkt so, oh, ich war so dumm und ich hasse mich selber, aber ich wusste bisher nie wofür und jetzt weiß ich, dass das, was ich getan habe, scheiße ist und ich mich deswegen hasse und oh, ich muss jetzt alles wieder gut machen und obwohl ich den Bruder und Vater und die Mutter vom Hauptcharakter getötet habe, gehe ich jetzt zu ihm hin und sag so, hey du, hör mal, wir hatten unsere Unstimmigkeiten in der Vergangenheit, aber ich bin jetzt gut und alles ist cool. Ja, alles ist cool. Worauf wollte ich jetzt hinaus? Ach ja, genau, deswegen mache ich mich jetzt erstmal unbeliebt, damit ich mich dann bei allen Leuten beliebt machen kann. So funktioniert das. Das geht viel schneller. Ich meine, überlegt mal, das wird ja auch in der Bibel so gesagt, ne? Also jetzt nicht wirklich so wortwörtlich. Aber es gibt die Bibelgeschichte von irgendwie, ich glaube, zwei Brüdern. Und der eine zieht weg. Und der andere Bruder ist halt immer voll frömmig und bleibt die ganze Zeit bei Vater zu Hause und hilft auf dem Hof und ist eigentlich der perfekte Sohn. Aber der andere Sohn, der sagt sich irgendwann so, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße, ich zieh jetzt in die Welt und ich stoße meine Hörner ab und ich mache Erfahrungen und ich gehe nach Europa. So, und nach, keine Ahnung, 20 Jahren oder so kommt der Sohn wieder und ist so, ach, Vater, ich war 20 Jahre lang weg und es war so schlimm und alles war kacke und in Europa sind sie alle so eingebildet und bilden sich was ein auf ihre Kultur und lästern über Amerika und haben selber nichts vorzuweisen, außer ständigem Streit und irgendwelchen verrückten Ungarn, die das Dritte Reich aufleben lassen wollen. Und der Vater sagt, ja, ist okay, komm rein und macht ein Riesenfest. Natürlich der andere Sohn, der sich seit 20 Jahren da halt und bemüht den Arsch aufreißt, der ist so, ey, was soll? Das geht gar nicht, Alter. Vater, was soll das? Ich reiß mir den Arsch auf und der kriegt ein Fest dafür, dass er ein Arschloch war? Was soll denn das jetzt? Ich meine, klar, da kann man ja auch schon irgendwie mal ein bisschen angepisst sein, ne? Ist ja komplett verständlich. Und der Vater sagt dann eiskalt, ha, ja, Sohn, pass mal auf. Im Himmel gibt es mehr Freude darüber, über ein Schaf, das zur Herde zurückkehrt, als über ein Schaf, das die ganze Zeit in der Herde blieb. Und das ist so ziemlich die dämlichste Lektion, die du irgendjemandem beibringen kannst. Und das ist die fucking Bibel. Das ist eines der großen Bücher. Das ist Teil des Glaubens, der die Welt regiert. Unter anderem. Also zumindest ein Teil der Welt. Der reellen Welten. In der virtuellen Welt gibt es dann ganz komische andere Kulte und so. Aber mal im Ernst. Oder auch die Scheiße mit Hiob. Was soll man daraus lernen, außer... Ja, jeder kackt dich eigentlich an und... Niemand gönnt dir irgendwas. Was soll das? Das ist voll scheiße. Warum hört die Leute auf sowas? Tut mir leid. Ich weiß, ich pisse jetzt wahrscheinlich ein paar Katholiken ans Bein, aber mal ohne Scheiß, Jungs. Wenn ihr diesen Kack glaubt, der in dem Buch da steht...
dann ist euch echt nicht mehr zu helfen. Ich meine, ich brauche keinen Gott, der mir sagt, ich soll nicht töten. Weißt du? Wer war das? Irgendein Comedian? Carlin? Der mal irgendwie gefragt worden ist, warum er als Atheist denn nicht so viel brandschatzen und vergewaltigen würde, wie er lustig ist. Und er tut's ja. Und die Zahl, da, die er da, ist halt null. Er ist halt auch komplett ohne zufrieden und er tut halt so viel, wie er damit zufrieden ist und so. Also ernsthaft? Religion ist total dämlich. Ist Xana hier? Gut, Standardfrau-Stimme. She's just completed her duties. She's taking a break right now. Kommt auch sehr geil, wenn ich mich da gerade voll über eine Religion auslasse und im Hintergrund diese total dramatische Musik, weißt du, so, keine Ahnung, wie so am Anfang eines Films irgendein Typ, der hingeht und sagt, ja, Krieg! Krieg gegen die katholische Kirche! Wobei, ich sag mal so, es gibt Religionen, die finde ich gar nicht so dumm. Eigentlich gibt es nur eine Religion, die ich gar nicht so dumm finde. Das ist nicht wirklich eine Religion in dem Sinne. Das ist Buddhismus. Ich meine, gut, auch da gibt es halt diese total bescheuert und ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt, irgendwie, dass ich so Dinge wie aggressive Buddhisten, das ist irgendwie total merkwürdig. Aber das sind halt so Leute, die sagen so, ja, persönlicher Frieden, ich brauche nichts, ich will nichts. Weißt du, und wenn du kein Verlangen nach irgendwie irgendwas hast, dann hast du auch in der Regel irgendwie keinen Grund, mit jemandem Streit anzufangen. Weißt du, wenn du noch nicht mal irgendwie Verlangen auf dein eigenes Land hast oder so, und dann kommt jemand und sagt, ich will dein Land. Ja, okay, solange ich hier weiterhin leben kann. Auf der anderen Seite vielleicht auch ein komplett falsches Bild von Buddhisten. Weil wenn ich an Buddhisten denke, denke ich irgendwie an so richtig üble Hippie-Typen, die, weißt du, in Kommunen leben und so, oh, freie Liebe predigen. Das stelle ich mir auch Frage, aber was, da muss in einem vorgegangen sein. Ich habe mal jemanden so getroffen, der so, ja, ich war früher Arzt, jetzt lebe ich im Bauwagen. Und ich denke mir so, Alter, was ist kaputt mit dir? Jesus fucking Christ, wenn ich Arzt wäre und ich hätte die Kohle, die der Kerl hat. Und ich habe den Bauwagen mal gesehen, der ist überhaupt nichts, das ist wirklich, der Kerl wäscht sich mit Regenwasser. Ernsthaft? Das ist so verrückt. Ich verstehe es nicht. I've got an emergency message from Captain Jagra. We've got an attack from the Army of Rune. Understood, sir. Ave Maria. ああ。外の様子はどうなっていますか?いつもならもうジャグレが強王軍を追い返している頃だと思うのですが。まだ衛兵隊たちが戦っている。城門は破れ、敵が門からなだれ込んできている。何ですって?あの屈強な壁が。今はジャグレが城門前で 強軍を食い止めているはずだ。そんな門が突破された以上、住民にもきっと被害が。わかりました。ケンシロウさん、あなたもすぐ避難してください。この町とは無関係のあなたを巻き込むわけにはいきません。お前はどうする気だ?町の子供たちを安全な場所に避難させます。どんなことがあっても、 小さな命は守らなければなりません。たとえこの身を挺してでも、子供たちだけは。俺も一つ役に立たせてもらおう。ケンシロウさん。これも乗りかかった船だ。 Gut. Dann kann ich jetzt wieder reden. Habt ihr das Outfit gesehen? Metallschoker, Metallhandschellen. Kinky. Me like.
Head to the gate. Oh, super, Alter, wir laufen nur hin und her und ja, ich hab dir jetzt die Nachricht überbracht und jetzt bin ich wieder hier. Leute, lasst mich doch einfach kämpfen. Ohne Scheiß, ey. Dieses ständige Hin und Her. In der Zeit, in der ich jetzt hier hingelaufen bin, hätte ich die alle schon kaputt gemacht. Inklusive Immortan Kyo. Apropos kaputt machen, da fällt mir mal was ein. Wir haben ja mittlerweile 6 neue Unlockable Skills anscheinend. Ich weiß nicht, ich nehme mal an, das steht für Skills, die wir jetzt zur Verfügung haben. Weil wir haben jede Menge Destiny Orbs. Und zwar genau 6 Stück an der Zahl. Okay, dann stehen die 6 für die Destiny Orbs. Das ist die Frage, was gucken wir jetzt hier? Destiny Talisman Related Abilities. Special Technique Training Battle Action Abilities. Am wenigsten haben wir ja hiervon. Ich glaube, dann gehen wir mal hin. Aber das Problem ist, wir haben keine Mind Orbs. Das heißt, wir können eigentlich auch nichts holen. Außer halt diesen grauen Dingern. Burst Power 2. Damage Increased by 30%. Halbe Sekunde mehr. Powerful Attack. Wir gucken wir erstmal, was bei den anderen noch so geht. Aha. Immer ein Skill Orb für was? Technik against Fallen Opponents. Das wäre nicht verkehrt, weil ich habe keinen Bock immer zu warten, bis die aufstehen. A Technique for Countering Crossbows. Oh ja. Das kommt doch im Anime vor. Sieht sehr gut aus. Ja, then throws it back at them. Okay, cool. Ist genau wie im Anime. Was haben wir hier noch? A Counterattack against an opponent. First fist strike hits the channeling point. The foe's arm destroying it. Mhm. Counterattack. Wir haben eine Attacke für Boden, Attacke Counter. Noch mehr Counter. Was haben wir hier noch? You can use the second finisher at the end of a rush combo. Double finish. Mhm. Komm, wir machen Double Finish. Einfach nur, weil es toll klingt. Ability unlocked. Ich sollte mal irgendwie überlegen, ob ich nicht irgendwie Voice Actor werde. Ich wäre bestimmt so eine gute Stimme für so Sachen wie Unreal Tournament oder so. Monster Kill. Dann noch jetzt ein bisschen Reverb und Echo und... Bestimmt super. Definitiv. Ich bin kein guter Schauspieler, also doch eigentlich schon, aber nicht so. Ich kann nur Schauspielern, wenn ich es muss. Das ist sehr, sehr interessant zu sehen, ich bin unter Zwang am besten. Und wenn es zu viel Zwang wird, dann bin ich am schlechtesten, weil ich dann gar nichts mehr mache. Das als Graf ausgedrückt sieht bestimmt sehr interessant aus. Ach ja, wir haben ja keine blauen Orbs. Haben wir denn irgendwas, was ich mit grauen Orbs holen kann? Na ja, das haben wir schon geguckt. Warum sagt mir das denn niemand? Okay, was haben wir... Oh, what the fuck, man, chill. Add one set of talismans that you can preset. Allows to create a compassionate mod. Ach, die haben wir schon. Okay, und den Rest können wir noch nicht machen, weil wir noch gar... Noch hier haben wir noch was. Add one set. Increase amount of EDL gain from battles. Aha. 20% at level 4. Was heißt jetzt Level 4? Ist das unser Level oder ist das der Level von, keine Ahnung, Vor allem, wir haben 2 Shining Orbs, aber was kann ich mit denen anstellen? Oder braucht man die Shining Orbs für so ein Shit hier? Oh, ja, tatsächlich. Ah. Ich unterstehe. Okay. Attack increase, natürlich. Fuck yeah. Massive Damage, bitch. Ability unlocked. Noch mehr Damage. Ability unlocked. Ja, ich werde das jetzt jedes Mal sagen. Und direkt, weil wir jetzt die Möglichkeit haben, mal so ein Ding zu benutzen. Ich werde einfach, fuck yeah. Ability unlocked. Damage. Jesus. Noch mehr Damage? Noch mehr Damage. Komm, fuck only Damage. Oh Mann, yeah. So, was haben wir jetzt noch? Wir haben noch einen Shining Orb, den wir leider für nichts benutzen können. Shining Orb, ey, das klingt original wie der Name von irgendeinem My Little Pony Charakter. Ich bin Shining Orb. Ich kann fliegen. Und ich kann zaubern. Ich kann die Zeit anhalten. Ich sag einmal Zavarudo! Und dann war's das. Dann bleibt die Zeit stehen. Ich wollte einfach mal Zavarudo brüllen.
Habe ich ja schon erwähnt, dass ich ja so auf 80er Jahre total überzogenen Shit stehe, weißt du? Killer Kill, es ist einfach nur in jeglicher Hinsicht übertrieben. Er hat schon wieder Ding gemacht. Ich weiß immer noch nicht, warum es Ding macht und was das Spiel mir damit sagen will. Oder eher JoJo's Bizarre Adventure. Ist genau wie hier, weißt du, Typ, 2 Meter groß, 2 Meter breit. Kann ganz viel hauen, ganz viel aber schreien. Es ist herrlich behindert, ohne Scheiß. Wer JoJo's Bizarre Adventure nicht kennt, das ist ein Anime, wo so ziemlich alles irgendwie nach Musikern benannt ist. Zum Beispiel gibt's zwei böse Frauen. Die eine heißt Nena, die andere heißt Enya. Da hat wohl jemand irgendwas gegen so verträumte New Age Musikscheiße. Immerhin gut, Nena ist total durch den Wind. Da kann man schon mal sagen, dass man die nicht mag. Das finde ich vollkommen legitim. Oder es gibt einen sehr weisen alten Typen, der heißt Ton Petty. Ein Kerl namens, ich glaube, Richard E. Speedwagon. Nee, Richard E.O. Speedwagon, genau, so heißt der Typ. Er heißt Ario Speedwagon. Das ist wirklich alles so lächerlich. Wirklich alles ist irgendwie auf Musik bezogen oder so. Okay, wir müssen doch tatsächlich hier hin. Du bist der Typ, der eben irgendwie Stimmung gemacht hat, ne? Jetzt siehst du aus, als müsstest du gerade irgendwie, oh mein Gott, ich muss so dringend aufs Klo. Ich habe zu viel Pflaumensaft getrunken. Ja, was klaust du der oben auch ihren Pflaumensaft, ne? Digga. Wie habe ich denn eben gesprochen? Keine Ahnung. Oh, you're the guy who won the Gladiator Games. Still, I don't know if you can take on the army of Ruin. To really mean business this time. Are you ready? Oh yes, my body is ready. Ah, ist auch schade. Wenn man so drüber nachdenkt, jetzt Nintendo of America ohne Reggie. Es wird bestimmt anders sein. Ich meine, klar, die haben jetzt einen Typen namens Bowser und das passt sehr gut. Aber trotzdem irgendwie. Aber ich weiß nicht, ich finde. Ich muss es sagen, irgendwie, ich fand damals merkwürdig, als es hieß, ja, Yamauchi ist nicht mehr Chef von Nintendo of Japan. Das fand ich auch sehr merkwürdig. Ich meine, das mit Iwata, das. Okay, brauchen wir gar nicht zu erwähnen, weil das mit Iwata ist einfach nur tragisch. Ich meine, wenn man halt den Job aufgeben muss, weil man stirbt, das ist schon irgendwie nicht schön. Und wo wollte ich jetzt drüber reden? Ich gerade. Und ja. Aber das finde ich dann auf der anderen Seite auch genauso so erschreckend. Ich meine, guck mal, Nintendo of Europe. Wir haben so gar nichts in der Hinsicht. Wo sind halt unsere großen. Wo sind unsere Namen, weißt du? Den einzigen Namen, den ich kenne, der noch irgendwie mit Nintendo zu tun hat, das ist Cloud M. Moyes. Und das ist der Typ vom Nintendo Club damals, der eben noch zu N64-Zeiten. An sehr vielen Übersetzungen und so Lokalisationen beteiligt war. Gibt da ein Interview mit ihm, wo er erklärt, warum die Zwerge in Secret of Mana auf einmal Lindenstraße gucken müssen oder irgendwie sowas. Und die Geschichte dahinter ist einfach nur, weil die haben das Skript nicht gehabt. Die mussten sich halt irgendwas ausdenken. Warum auf einmal die Zwerge weg müssen. Und ursprünglich geht es, glaube ich, nur darum, die Zwerge müssen zum Tanz oder sowas. So, aber der Mann arbeitet nicht für Nintendo. Hallo? Ein Mann so schön, ich hinterfrage meine eigene Sexualität. Was
礼だね。僕は強王軍ナンバー2のタルーガ。君たちの新しい支配者の一人となる男さ。口の聞き方には気をつけないよ。Das ist ein richtiger Handsome Jack, ey. 貴様らのようなやつに誰や。今までの襲撃を退けたからって僕たちを舐めてもらっては困る。残念だがこれまでのお遊びはもう終わりだ。今日こそこの町もろとも強軍がいただくよ。ピアロ、そのじいさんはただの住人だ。だから言ってるじゃない。このおじいさん助けたいならその銃捨てなってさ。Das sah jetzt nicht wirklich aus, als wäre der Arm gebrochen. Kakoi! Sassiga Segi no Mikata! Eden no Ehe Taijo Samadane! Sa, Yaksoku wa mamotta. Jisan wo kaiho shiro!じいさん、大丈夫か？ええ、大丈夫じゃ。ありがとう。ごめんごめん。頭に穴開けるつもりだったのに外れちゃった。してるとはいえ、ちょっと動きが遅すぎるんじゃない？衛兵隊長さん。So cool. Er guckt noch nicht mal in Richtung der Explosion. Oh.誰だ？あんたは。この町で人探しをしているもんだ。ケンシロウ。Time for some ass whooping? 人探し？少しは骨のありそうなのがいるじゃないか。やめておけ。ああ、これ以上お前らと戦う気はない。何言ってんの？僕たちに盾ついた以上、君の死刑は確定なんだよ。今さら許してくれと言っても、もう手遅れだね。よく喋るゴミだ。なんだと？ここは町の入り口だ。これ以上生ゴミで散らかしたくはない。面白い。ではこの人数を相手にどこまでやれるか見せてもらおうじゃないか。行けよお前ら、やつをやつ先にしろ。ウーラーマリーンズ。Man hört, wie beeindruckt ich von diesen Typen bin. Alter, ich bin so stark, ich komme nicht mehr dazu, die Typen irgendwie mit meinen Secret Techniques zu killen. Fuck, ich habe viel zu viel in Stärke gesteckt, Alter. Ohne Scheiß, guck dir mal an. Ich, 1, 2, 3, 4, zack, tot, der nächste tot. Der fliegt weg. Weißt du, die explodieren alle schon durch eine ganz normale Billig-Kombo, weißt du, weil ich so stark bin.Hier, ich will das mal bei dem wenigstens machen. Ich muss mal hier ein paar Secret Techniques machen. Oh,
Typ, du gehst mir auf den Sack, ey. Du gehst mir echt auf den Sack hier. Charge Attack. Charge Attack. Charge Attack. So, und jetzt hier. Titty Twister und Schlaganfall Attack. Nein, nicht bei dem, bei dem. Oh, Alter, willst du mich verarschen? Oh, viel zu viele Leute hier, ey. Viel zu viele Leute. Deswegen gehe ich auch nicht so gerne Straßenbahn fahren, weil da sind viel zu viele Leute. Ja, da habe ich dann eine Attacke gecountert. Ernsthaft? Gut, denn hier Titty Twister und Secret Technique. Der Typ sieht aus wie dieser komische Star-Friseur, ey. Wie heißt der denn nochmal? So, jetzt kommen wir wieder zurück zu... Habe ich dich nicht gerade getötet? Ich hasse das, wenn die auf dem Boden liegen, dann kannst du die nicht wegdreschen. Kerl, ernsthaft. Du gehst mir mit deinem Scheiß auf den Sack. Der kann auch nichts anderes außer rushen, ey. Blödes Arschloch. Hier, Titty Twister. Und jetzt mache ich mit dir mal richtig hier Rabatz, Alter. So, jetzt wo ich Ruhe habe, kann ich dich töten. Steh auf. Steh auf. Titty Twister. Und keine Ahnung. Ich nenne den Move die Hirnmikrowelle. Die Hirnmikrowelle. Ja, nur C, ey. Ja, wegen dem Rush-Backen da, ey. Ich bin groß, ich laufe auf dich zu. Verrat ihm das doch nicht! Gut, dann werden wir mal das TRG-Bildformat hier verdreschen. Okay, du kannst sehr gut ausweichen, das finde ich schön. Und du kannst schießen. Aha. Man kann also deine Attacken auch. Oh, wenn ich zweimal springe. Ah, okay, wenn ich... Okay, jetzt versuche ich erstmal irgendwie eine Eck... Ja, jetzt habe ich dich. Jetzt habe ich dich. Jetzt habe ich dich. Das war's für dich, Junge. Das war's für dich. Jetzt dresche ich dich voll in der Ecke, dass du nicht mehr ausweichen kannst. Titty Twister, komm, Titty Twister. Lass mich Titty Twistern. Ja, da ist er. Steh auf. Nani! Ja, der war viel zu früh. Der war nicht gut. Ich hatte jetzt irgendwie gehofft, dass der aller Mortal Kombat da auf dem Ding aufgespießt wird. Mortal Kombat. Oh, look at him, how he dances.
Muss nur nah genug an den Rand kommen für den Move. Komm schon. Ja, du hast Burst Mode, ganz toll. Ich kann auch ausweichen. Was sagst du jetzt? Aber im Gegensatz zu dir kann ich auch voll auf dich einwichsen, Kerl. Komm, we're gonna finish this with style. Yeah. Hauptsächlich. Hokuto Salami! Bestimmt sein Sohn oder sowas. Interessant zu sehen. Immortan Kyo kann also auch, war schön, so ein Sabberfaden. Der kann also auch Schlaganfälle auf Knopfdruck verursachen. Interessant. Ich wette mal, wir haben noch nicht das letzte von dem gesehen. Eloquent wie eh und je. Okay, das war's dann also für dieses Kapitel. Schön zu wissen. Dann haben wir ja zum ersten Mal einen Teil, der unter einer Stunde ist, oder? Oder war der, nee, der erste war auch unter einer Stunde, ne? Wow, krass. Ja, das ist mal wieder ein Teil mit einer halbwegs akzeptablen Länge. Oh, leider nur 1585,3% heißt Overkill. Aber dafür haben wir fast 50 Leute umgebracht. Das ist doch auch eine Hausnummer. Toll, ne? Fantastisch. Und für all den Scheiß haben wir nur 10.000 Credits. Ich sag Credits, weil IDL, ich weiß nicht. Ich sage auch nicht US-Dollar oder USD in dem Fall. Ich wette, IDL steht für irgendwas. International Dateline. Keine Ahnung. Ah, na gut, dann war es das für den Teil. Und ich sage an der Stelle hier, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.